Hallo und herzlich willkommen bei der Firma MKBTech. Was machen wir heute? Wir bauen die Drosselklappe von einem 500e aus. M119 Motor. Das Auto steht schon drin, deswegen habe ich auch die Ratsche in der Hand. Den Leitungssatz haben wir eben ausgebaut. Wie versprochen, wollten wir uns noch an die Drosselklappe machen. Das machen wir jetzt, deswegen gehen wir auch schnell rein. Die Sonne begrüßt uns zwar von außen, aber drin ist es auch ganz toll. Rein mit uns. Zurück in der Werkstatt. Wir machen uns jetzt dran, die Drosselklappe auszubauen. Viel Werkzeug brauchen wir dafür nicht. Ich habe es sogar schon hier liegen. Ist eine kleine Ratsche mit einer 7er Nuss. Das wird unser Hauptwerkzeug sein, erstmal jetzt, um uns den Luftmassenmesser als erster zu machen. Braucht ihr aber auch keine Angst zu haben. Das Einzige, was halt wirklich ist, man braucht Wissen und es ist ein bisschen feinfühlig, die ganze Geschichte. Brauchen wir nicht lange drum herum reden. Wir machen uns halt die Drosselklappe. Auf geht's. So, wie ihr jetzt sehen könnt, ist hier der Luftmassenmesser und die Drosselklappe sitzt oder liegt ganz unten hier in der Ansaugbrücke drin. Das heißt, um jetzt an die Drosselklappenschrauben dran zu kommen, müssen wir erstmal diesen Luftmassenmesser ausbauen. Der ist befestigt mit einer Schelle, die ist hier unten drin. Es ist super schwer zu erkennen. Ich habe mir jetzt eine Ratsche genommen mit zwei Verlängerungen und einem kleinen Knickstück. Ist eine 7er Nuss, die dann drauf ist bei mir. Das heißt, wir versuchen hier mal jetzt einfach drauf zu kommen auf die ganze Geschichte. Und mehr oder weniger nur diese Schelle zu lösen, so dass wir diesen Luftmassenmesser gleich nach oben rausziehen können. Es kann sein, dass der, oder es kann sein, der ist auf jeden Fall schon Ewigkeiten da drin. Das sieht man alleine, wie viel Dreck da drauf ist und wie viel Schmutz da ist. Aber ich kann jetzt schon die Schelle gut lösen. Das heißt, sie bewegt sich jetzt schon. Mehr oder weniger müsste ich den jetzt nur noch mit ein bisschen vibrieren. Aufpassen auf das Gitter hier, dass ihr das nicht kaputt macht. Jetzt hat er verloren. Das ist der Luftmassenmesser, den habe ich jetzt in Hand. Den legt er einfach irgendwo zur Seite, wo er sicher ist, dass da nichts kaputt geht. Und dann geht es gleich weiter mit der Drosselklappe. Den lege ich jetzt erstmal weg. So, den Luftmassenmesser haben wir jetzt ausgebaut. Jetzt machen wir mal ein Licht hier. Das Techno-Licht machen wir aus. So, hier haben wir das große Licht. Jetzt seht ihr, dass hier immer noch diese kleine Gummischelle ist, wo der Luftmassenmesser draufgesteckt hat. Das heißt, das ist die Verbindung zu der Drosselklappe. Diese Plastik-Gummi-Verkleidung müssen wir jetzt auch noch ausbauen. Das ist die gleiche Schelle, die wir eben ausgebaut haben. Und wir müssen jetzt mal gucken, wie wir da drauf kommen. Ich nehme jetzt mal hier, ich mache mal meinen Licht zur Seite und ich glaube, man kann es dann trotzdem einigermaßen gut erkennen. Ich habe jetzt hier eine kleine Verlängerung nur mit der 7er Nuss. Das sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt müssen wir nur gucken, dass ich dieses auch noch irgendwie lösen kann. Es ist wirklich sehr wenig Platz. Und man muss es aber öffnen, um an die vier Schrauben, das zeige ich euch gleich, dran zu kommen. Die zweite Schelle haben wir jetzt auch gelöst. Jetzt müssen wir gucken, dass wir diese Gummihülse rauskriegen. Das ist einfach nur eine Zange, die ich jetzt in der Hand habe. Vorsichtig reingreifen, nicht, dass ihr mit zu viel Gewalt da dran kommt. Und jetzt versucht ihr einfach, das Ding hier rauszufriemen. Hat jetzt ganz gut funktioniert. Wie ihr sehen könnt, merkt euch, wo diese Endstücke von diesem Gummi waren. Das heißt, dieser Punkt war jetzt bei mir in dem Fall eine Drosselklappe auf der rechten Seite. Das heißt, die saß so drin. Genauso müsste das die Schellen danach wieder in dem gleichen Winkel idealerweise zusammenbauen, wie sie halt auch ausgebaut habt, dass sie halt gut von der Seite rankommt. Wenn ihr die irgendwie nach hinten macht, kriegt ihr diese Schellen nie wieder fest. Was auch richtig, richtig wichtig ist, wenn ihr im Nachhinein die Drosselklappe zusammenbaut, macht diese Schellen richtig fest. Da ist sehr viel Druck drauf auf dieser ganzen Geschichte. Und wenn da irgendwas nicht richtig fest ist oder der irgendwie noch Falschluft zieht bei der Geschichte, kann es sein, dass der Wagen danach noch schlechter oder gar nicht läuft oder irgendwie Fehlzündung hat auf jeden Fall. Das heißt, das ist wichtig, dass diese Sachen wirklich gut aufeinander liegen. Jetzt machen wir uns weiter dran an die Drosselklappe. Wenn wir jetzt mal da reingucken, haben wir jetzt die Schrauben, die wir eigentlich von Anfang an dran wollten. Das ist 1, 2, 3, 4. Die müssen wir lösen. Genauso wie den Gaszug, der sitzt links auf der Seite.
Der ist hier unten drin. Ich weiß nicht, ob du das da sehen kannst gerade. Unten links von der Geschichte. Und da ist auch noch eine Feder mit dabei. In der ganzen, die müssen wir noch abziehen. Und dann haben wir die Drosselklappe auch schon halbwegs in der Hand. Das machen wir jetzt. So, vom Gaszug haben wir jetzt schon hier den Stab haben wir jetzt schon abgemacht. Jetzt ist da immer noch die Feder angehangen an der ganzen Geschichte. Die müssen wir jetzt noch aushängen. Da haben wir eine Spitzzange jetzt einfach in der Hand. Die heben wir dann ein Stück nach vorne und nach hinten raus. Dann könnt ihr die einfach nur vorsichtig zurückfallen lassen. Die ist hinten wieder eingehakt. Das heißt, an und für sich passt da jetzt nicht, wird da nicht viel mit passieren. Jetzt wird es allerdings ein bisschen eng und auch kritisch, weil jetzt müssen wir versuchen, in dem richtigen Winkel diese Drosselklappe, die jetzt lose ist, hier rauszuholen. Da gibt es auch ehrlicherweise gar keine gute Anleitung für. Ihr müsst einfach wirklich den richtigen Winkel finden. Wir werden uns jetzt quälen und das einfach mal versuchen. In dem Sinne werdet ihr dann auch genau sehen, was für ein Winkel das ist, wo die Drosselklappe raus kann. So, Drosselklappe ist draußen, wie ihr sehen könnt. Jetzt müssen wir nur noch das Kabel verfolgen. Das Kabel geht in die gleiche Richtung wie vom Motorsteuergerät, von dem Motorkabelbaum auch. Das heißt, hier ist ja die Öffnung, wo normalerweise noch eine Plastikverkleidung drin ist, der die ganzen Kabel festhält. Die Drosselklappe ist dann hier. Die müsst ihr nach oben aufklappen. Das ist ein Stecker, der geht dann so raus. Dann führen wir den einfach durch dieses Loch hier durch. Und schon haben wir die Drosselklappe in der Hand. Wenn ihr jetzt sehen könnt, meistens ist es so, dass, wie ich auch schon vorher erwähnt hatte, solche Gummiführungen, die sind so hart geworden im Laufe der Jahre, dass man die einfach tauschen sollte. Die kosten auch nicht die Welt, gibt es auch noch neu bei Daimler zu kaufen. Das heißt, Teilenummer ist hier seitlich drauf, die einfach zu Daimler gehen, nachfragen, ob man hier so ein dieses Gummistück bestellen kann. Das würde ich auf jeden Fall immer neu machen. Genauso wie wenn wir jetzt nochmal da reinleuchten in die ganze Geschichte. Ist hier die Papierdichtung von der Drosselklappe hier unten. Die würde ich auf jeden Fall auch immer mitbestellen. Es wird danach schwer sein, diese Papierdichtung mit der Drosselklappe wieder einzubauen, weil letzten Endes fliegt die dann immer rum. Ist auch nochmal eine kleine Challenge, die man dann vor sich hat, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Auf jeden Fall, diese zwei Bauteile würde ich neu kaufen. Und mehr oder weniger sind wir jetzt soweit, dass wir die Drosselklappe zu uns verschicken können. Drosselklappe haben wir erfolgreich ausgebaut. Was bleibt uns jetzt noch übrig? Ein Paket finden, das sehr gut verpacken, dass nichts kaputt geht. Unser Versandformular ausfüllen, www.mkb-tech.com/de. Da bei Leistung ist eine Unterseite, die heißt So funktioniert's, wie der Name schon sagt, jeder Schritt nochmal genauestens erklärt. Füllt dieses Versandformular aus, schmeißt es zusammen mit der Drosselklappe in ein Paket, lasst es uns zukommen und nach 8 bis 10 Werktagen erhaltet ihr von uns die überholte Drosselklappe zurück. Wir bedanken uns, dass ihr zugeguckt habt bei unserem Ausbau von der Drosselklappe und vom Motorkabelbaum auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke, ciao!